You follow and I leave, you wanna be like me. Everything you say is so 11. Liebetes Haus. Hallo, hier bin ich mal wieder. Ich bräuchte echt mal irgendwie so einen Laptop-Halter, weil ich balanciere den gerade schon wieder auf meinen Knien. Ich hoffe, es wackelt nicht so sehr. Als erstes will ich mal kurz ein bisschen was zur aktuellen Situation sagen, weil euch ist ja vielleicht schon aufgefallen, dass so die Sonntagsvideos in letzter Zeit vorproduziert sind. Also nicht in dem Sinne, ja, ich nenne es einfach mal vorproduziert. Also natürlich waren es jetzt auch keine Videos, die wir vor Monaten produziert haben und gesagt haben, jetzt wollen wir die machen, sondern es ist gerade einfach ein bisschen schwierig, aktuelle Videos zu drehen. Zum einen, weil einfach bei uns gerade nicht viel passiert. Also wir fahren ja gerade nicht auf Turnier und es ist auch irgendwie nichts bei uns am Hof irgendwas Spannendes gewesen, was weiß ich, Fotoshooting oder irgendwas, was man euch zeigen kann. Ich habe auch überlegt, ob ich mal wieder so ein Follow Me Around drehen soll, wo ich euch einfach mal einen Tag mitnehme am Stall. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust dazu habt. Irgendwie ist es halt gerade so ein bisschen so, ja, dass ich halt immer überlege, ach, wollen wir dazu was drehen? Ach, das ist ein bisschen langweilig. Ich habe einfach irgendwie nicht so viele Ideen in letzter Zeit. Und jetzt kommt diesen Sonntag kommt ein Video von Raban und Quentino. Da haben wir ja grundsätzlich auch noch immer relativ viele, weil wir ja viel, viel gedreht haben am Anfang und ich nicht will, dass irgendwie ein Video 30 Minuten dauert. Weshalb wir da noch welche haben, aber auch das ist jetzt gerade in dem Moment schwierig, da ihr ja schon wisst, dass Quentino sich ja verletzt hat und jetzt halt 6 Monate in der Box stehen muss. Das heißt, da wird auch nichts Spannendes passieren in den nächsten 6 Monaten. Wir haben natürlich so ein bisschen mitgefilmt, der Tierarzt da war und sein Gips und so, aber ja, das wird sich in den nächsten 6 Monaten auch nicht verändern. Und Raban geht gerade sehr viel ins Gelände, weil das einfach gerade für ihn am besten ist, um Konditionen aufzubauen und auch für die Hüfte, dass er einfach wirklich nur gerade auslaufen muss und lernen muss, sich auszubalancieren. Wir machen auch ein bisschen was mit ihm auf dem Platz, aber ja, auch nicht so mega viel. Und da ist das gleiche Problem, wie sollen wir filmen im Gelände? Also ich habe es letztens versucht, dass ich auf dem Pferd, auf dem ich saß, im Galopp versucht habe, Raban mitzufilmen. Das wurde dann sehr verwackelt, aber ja, das ist auch nur eine Aufnahme. Das heißt, es ist gerade insgesamt so ein bisschen schwierig. Aber ich dachte, vielleicht habt ihr ja irgendwelche lustigen Ideen, wo ihr sagt, hey, das könntet ihr doch mal filmen. Schreibt mir das auf jeden Fall dann mal in die Kommentare, weil ja, wie gesagt, es ist gerade einfach irgendwie so ein bisschen so, dass wir alle nicht so genau wissen. Wir arbeiten auf jeden Fall an vielen Sachen. Wir haben auch viele neue Musikvideos. Also wir haben neue Musik auf jeden Fall. Ich bin da ja mal fleißig am Schreiben, an den Texten. Aber das sind halt immer relativ große Projekte, weil wir ja auch immer viel mit den Pferden dann drehen und da muss das Licht richtig sein und die Kinder müssen da sein und das sind immer so Sachen, das dauert einfach immer ein paar Monate, bis das Video fertig ist und ja, also daran arbeiten wir auf jeden Fall stetig, aber ja, es ist halt gerade ein bisschen schwierig und deswegen wird es jetzt wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen so ein bisschen halt immer, es wird immer Sonntagsvideos geben auf jeden Fall, aber es sind meistens keine aktuellen Videos, sondern Videodateien, so zum Beispiel die Mischmasch-Videos auch, die halt einfach schon so ein bisschen älter sind. Aber Ende April fahren wir ja auf Turnier und dann wird es auch wieder mehr solche Videos geben und mehr spannende Videos. Und ja, also mal gucken. Uns wird da bestimmt auch wieder was einfallen, aber jetzt gerade haben wir echt ein bisschen andere Probleme. Und das ist auch nicht unser First Topic, dass wir irgendwie jedes Mal, wenn ich im Hof bin, stundenlang darüber debattieren, was wir filmen können, sondern es ist ehrlich gesagt so, dass ich auch einfach komme, meine Pferde trainiere und wieder fahre, weil ich auch genügend mit Uni und allem hier zu tun habe. Also deswegen seht es uns ein bisschen nach, dass da jetzt nicht irgendwie die top aktuellen Videos kommen. Aber wie gesagt, ich hatte überlegt, ob ich nochmal so ein Follow Me Around am Stall machen soll, wie ich es schon mal gemacht habe. Ich verlinke euch das mal am Ende. Indem ich euch einfach mal einen Tag lang mitnehme und zeige, was ich denn so mache, weil viele haben ja auch mitbekommen, dass ich auch Reitstunden gebe bei uns und da könnte man nochmal so ein Update machen, dass ihr das auch einfach seht, wenn euch das interessiert. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt, der hoffentlich nicht wieder irgendwelche Ratten enthält. Ehrlichstädt 837. Ehrlichstädt, das damals Givarivi hieß, was nichts anderes bedeutet als das Dorf der Ersam, 837. Ehrlichstädt, also das Dorf der Ersam, war im Jahre 837, als der Vorfahr unseres Herrn mit dem Einstecktuch es endlich geschafft hatte, auf dem seinen Vater verliehenen Lehen eine mehr schlechte als rechte Burg zu erbauen. Der Vater war ein schreibkundiger und schlauer Mann, der stets zur rechten Zeit das rechte Wort im Munde führte und wusste, und trotz aller seiner Kriegen war er nicht bereit gewesen, den Hof in der Domstadt zu verlassen und dem wilden Wald am Saale-Alland das zugesprochene Lehen abzukämpfen und dort einen Stammsitz für die Familie derer mit dem Einstecktuch zu schaffen. Der junge Lehnsherr, der sollte es richten. Der Junge also brach auf zu dem versprochenen Weiler. Keine großartigen Lehen, aber immerhin eines endlich eigener Besitz, eigenes Hab und Gut und Leibeigene.
Für die der Hoffart, die Kundigen und Gelehrten, die Diplomaten, würde man heute sagen, war es nicht so einfach wie für Kriegshelden und Ritter ein Lehen zu erwerben. Die Familie dessen mit dem Einstecktuch war nicht imstande gewesen, die teure Ausstattung und Ausbildung eines Ritters zu finanzieren. Alleine ein geeignetes Pferd verschlang ein Vermögen, kostete damals so viel wie heute ein veritables Eigenheim in einer guten Gegend. Junior also zog los ins Saale Hinterland mit kleinem Geldbeutel und geringer Lust und fand in Givari wie drei Gehöfte vor, die nun seine waren, so glaubte er zumindest, und einen perfekten Flecken, um direkt dabei eine Burg zu bauen. Im modischen Wasserburgstil sollte es sein, ein Wassergraben außenrum, auch wenn man an sich nicht wehrhaft war, so wollte man doch einen solchen Eindruck erzeugen. Die Bauern von Givari wie trugen es mit Fassung. Drei Familien von den ständigen Scharmützeln und Kriegen, von Räubern und Strauchdieben relativ unbelästigt, denn das Dorf lag wirklich in einer vergessenen Ecke der Welt in finsteren Wäldern, wo kaum eine lebende Seele je einen Fuß setzte. Die drei Familien waren untereinander verwandt. Man teilte alles, das Vieh und die Geräte, Wagen und alles weitere. Die Vergessenheit des Winkels hatte dazu geführt, dass die christlichen Gebräuche sich noch nicht recht durchgesetzt hatten und dass noch den alten Göttern geopfert und gehuldigt wurde. Der Höhepunkt des Jahres war allerdings das christliche Osterfest. Dieses wurde jedoch in einem wenig christlichen Sinne vollzogen, nämlich nicht mit der obligaten Fahrt in die Domstadt zur Messe, sondern mit Gebräuchen, die älter waren als die Menschheit und die viel mit Anbetung von Fruchtbarkeit zu tun hatten, so dass üblicherweise im Herbst, kurz vor dem Weihnachtsfest, allerlei christliche Kinderleinchen zur Welt kamen. In dieser Idylle platzt nun unser Schriftgelehrter. Und nicht genug. Einen weiteren gibt es, der den Zuzug des Lehnsherrn mit Argwohn beäugt. Es gibt nämlich einen Ritter in der Gegend, doch bei Hofe sah man ihn selten. Oder nie, vielleicht. Neben der von unserem frisch gebackenen Lehnherrn neu gebauten Burika im unteren Teil des Dorfes, das zur Zeit unserer Geschichte Schloss Ehrlichstedt geworden war, gab es nämlich ein weiteres herrschaftliches Bauwerk. Eine wahrhaft und wehrhafte Kastella im oberen Teil. Diese wurde bewohnt von einem Herrn, der zwar selten da war und mit den Bauern kein Befassen hatte, hier auch eher kein Lehen besaß oder erstrebte, aber von der neuen Nachbarschaft dennoch deutlich wenig begeistert war. Ein Herr, der die Ruhe und Abgeschiedenheit der Wälder liebte und danach strebte, eben diese an seinem Wohnsitz zu erhalten. Von dieser Seite ergingen also mehrere Angriffsversuche und Scharmützel gegen den neuen Lehnsherrn, nachdem klar wurde, dass dieser vorhatte zu bleiben und nicht nur die Bauern einmal jährlich zu schröpfen und wieder nach der Domstadt zu verschwinden. Unser Einstecktuchvorfahr war sich seiner exponierten Lage schmerzlich bewusst, des Waffenwerks nicht kundig, die Kommunikationsverbindungen der damaligen Zeit eher beschränkt, sodass mit Hilfe von außen auch nicht zu rechnen war, die wahrscheinlich ohnehin mangels Finanzkraft bei guten und aufrichtigen Worten geblieben wäre. Es war guter Rat teuer, zumal zwei Dinge dazu kamen. Die Bauern ließen sich zum Dreschpflegelschwingen im Dienste des Lehnsherrn nicht mobilisieren und unser Vorfahr ging auf Freiersfüßen. Vater hätte endlich die Zusage für eine lang erstrebte Verbindung des entschiedenen Treppchen aufwärts erhalten. Aber zuvor musste ein ansprechender, vor allem ruhiger Wohnsitz für die Dame her, sonst wird es nichts mit dem sozialen Aufstieg. Unser Vorfahr grübelte und grübelte hin und her, und als mal wieder einmal die Horde von oben seine neu errichteten Burgmauern mit Stangen und Beilen völlig zerstört hatte, üble Gesellen, voller Haare, lange Bärte und ohne Zähne, aber mit harten, kräftigen Händen und kleinen, böswilligen Augen, die dann siegreich abgezogen waren. Als das letzte Gröhlen der Unholde im Wald verklungen war, wurden die Gebete des Jungen vor dem in der Eile auf einer Küste errichteten Hausaltar so dringlich, dass die Götter, die Alten oder die Neuen, wer weiß das schon wirklich, ein Einsehen hatten und eine Lösung schickten. Die Lösung war ungewöhnlich. Des nächsten Tages war ein Mädchen auf einem der Bauernhöfe erschienen. Struppiges, rotes Haar, barfuß und mit schmutzigem Gewand, das mit Gesten und Blicken um Arbeit nachgesucht hatte. Da Mara das einzige Wort war, was sie sprach, gab man ihr Arbeit im Pferdestall und auch gleich diesen Namen. Mara, also Stute, hatte ein goldenes Händchen mit den groben, dunklen Bauernpferden, die Tag für Tag unermüdlich ihren Dienst vor dem Wagen und vor dem Pflug verrichteten. Sie baute sich ein Bett im Stall, weigerte sich, die Häuser der Bauern oder die Burg zu betreten, legte sich eine Koje im Heu an, und sie sprach kein Wort, summte nur immer eine sonderbare kleine Melodie vor sich hin, die Pferde zu beruhigen schien. Mara war ein sonderbares Mädchen, eine junge Frau. Hätte man den Dreck abgeschrubbt und die Haare gekämmt, hätte man feine, fast adelige Gesichtszüge erkannt. Große, grüne Augen in einem weißen, zarten Gesicht,
So ganz anders als die dunklen und grobknochigen, seit Menschengedenken mit dem Boden verwachsenen Bauern der Gegend. Mara war im Herbst gekommen, und beinahe zur selben Zeit hatte der Lehnsherr eine große braune Stute auf dem Pferdemarkt in der Domstadt erstehen können. Bester, schwerer Bauernschlag. Ein gesundes, kräftiges Tier. Mara und diese Stute, die man nun auch Mara nannte, besonders einfallsreich war man damals mit der Namensgebung wohl nicht, gingen eine tiefe Bindung ein, und selten sah man das große Pferd ohne die junge Frau. Der Gesang ihrer einfältigen Melodie kündigte die beiden schon von weitem an. Als es April wurde, rundete sich der Bauch der Stute zur großen Freude des Lehnsherrn. Hatte er doch einen guten Kauf getan, war das Pferd wohl tragend. Wie um den Göttern der Fruchtbarkeit zu huldigen, rundete sich auch Maras Bauch, und in einer stürmischen, kalten Nacht Ende April brachten Frau und Pferd ihre Söhne zur Welt. So, das war's von heute. Also irgendwie, Geschichte war eh noch nie so mein Favorite, und ich finde, es ist schon verwirrend genug mit diesen ganzen verschiedenen Strängen, die sich da durchziehen, und den ganzen verschiedenen Personen, die man im Kopf halten muss. Und wenn wir jetzt auch noch auf die geschichtliche Ebene kommen, dann wird es noch schwieriger. Aber ich hoffe, das ist nur so ein kleiner Geschichtsstrang, der sich dann wieder schließt. Also, dass man sozusagen nur um ein bisschen Hintergrundwissen da zu haschen. Sonst bin ich schon wieder bei 11 Minuten. Ich glaube, ich sollte nicht immer so viel reden. Ja, ich habe aber eigentlich auch vorher schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Videoideen gerne in die Kommentare. Ich werde das auch in den nächsten Videos nochmal ansprechen, weil ich einfach darauf hoffe, dass ihr lustige Ideen habt, die wir nachstellen können oder mal was sehen wollt von uns. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen und in Erwägung ziehen. Natürlich werde ich aber auch nicht alles zweifelsohne drehen. Also wenn ihr euch zum Beispiel wünscht, dass ich im Handstand rückwärts im Galopp mit Poldi über irgendwelche Bäume springe, dann werde ich das wahrscheinlich eher nicht machen. Aber wenn es realistisch ist und durchführbar ist, werde ich es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Und ich denke, das würde euch ja dann auch freuen und mich auch freuen. Also schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, seht ihr mich am Freitag wieder. Tschüss!